Küche und Haushalt. Da haben wir ganz besondere Produkte heute, die ein Schmuckstück in Ihrer Wohnung sind. Und das handelt sich hier um Abfalleimer. Das müssen Sie sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Abfalleimer, Schmuckstück, Wohnung. Sie sehen sie hier, das sind Abfalleimer, die kann man auch mal präsentieren. Abfalleimer sind wichtig, natürlich, weil jeder Müll hat, aber es sind auch Keimschleudern. Dazu haben wir mal einen Artikel für Sie von Wunderweib. Keimschleuder, Abfalleimer. Abfalleimer in deutschen Haushalten sind voll von gefährlichen Bakterien. Mülleimer sind feuchter Nährboden für Keime. Natürlich, da ist Müll drin, das verwest und da sind Bakterien und Keime. Und wir haben da auch eine Statistik für Sie. Sie glauben gar nicht, wie schlimm das ist. Wenn wir das mal im Vergleich sehen hier an dritter Stelle. Und ich möchte Sie mal darauf hinweisen, was da drunter noch ist. Toilettenrand. Das ist viel weniger als bei einem Mülleimer. Das ist eben die Sache. Wir wollen natürlich keine Keimschleuder im Haus haben. Und dafür haben wir jetzt die perfekte Lösung für Sie. Ja, und die perfekte Lösung sieht im Kleinen so aus. Erstens mal ein Hingucker. Also Mülleimer, die macht man normal unter die Spüle versteckt, dass sie ja keiner sieht, weil die sind normal hässlich. Hier ganz im Gegenteil, komplett Edelstahl. Wir sehen, da spiegelt man sich drin. Aber was jetzt die Hauptsache hier ist, was mich wirklich begeistert ist, ich muss den Mülleimer nicht anfassen. Wir haben gerade das gesehen, die Bakterienbelastung auf normalen Mülleimern. Schauen Sie mal, hier gehe ich mit der Hand einfach vorbei und ich habe hier Sensoren, die öffnen den Mülleimer. Ja? Und jetzt kann ich meinen Müll hineinmachen. Nach 5 Sekunden circa geht er wieder zu. Es sei denn, ich kann es manuell stoppen, wenn ich jetzt was Größeres machen muss. Aber ich stelle mir nur vor, man geht mit irgendeinem Müll, das kann Küchenabfälle sein, das kann irgendwas anderes sein, das kann auch mal eine Windel oder ähnliches sein. Ja, und dann hat man schon die Hände voll, dann muss man den Mülleimer noch anfassen. Sie wissen das, es gibt ja diese mit dem Treten, irgendwann funktioniert die Mechanik nicht mehr. Ich hatte mich mal entschieden für einen WIP-Mülleimer. Kennen Sie diese WIP-Deckel? Vielleicht haben Sie sowas auch. Der WIP-Deckel, den kann man stündlich reinigen. Der ist immer dreckig und voller Keime. Ja, ja. Das hier ist keimfrei, es sieht toll aus. Hier haben wir auch einen Inneneimer drin. Das heißt also ganz einfach einen Müllbeutel oder eine Mülltüte mit rein und Ihren Müll, den Sie jetzt für wichtig halten, also für diese Größe geeignet haben, einfach reinmachen. Das kann natürlich der Restmüll sein, das kann Biomüll sein, das kann aber auch im Bad der Hygieneeimer sein. Und besser geht's gar nicht. Ja? Und wenn Sie jetzt sagen, ich möchte aber, dass der offen bleibt, schauen Sie mal, hier ist, dann kann man ihn einmal kurz berühren. Und jetzt ist er offen, bis ich ihn manuell wieder schließe. Jetzt geht er nicht mehr automatisch zu. Das heißt, wenn ich jetzt mal mehrere Sachen machen will, dann kann ich ihn aber genauso manuell wieder schließen. Ich muss an nichts mehr denken. Ab sofort geht diese Automatik mit der Sensorik wieder. Und ich finde das ganz wichtig. Und was noch ein positiver Nebeneffekt ist, den habe ich bemerkt. Kinder bringen ihren Müll plötzlich gerne in den Mülleimer. Also Eltern und auch Großeltern wissen das, oh, mach den Müll im Mülleimer. Hier wird das freiwillig gemacht, weil diese Technik so begeistert. Und was auch noch wichtig ist, ist natürlich ein Elektromotor drin, aber trotzdem brauchen wir kein Kabel. Das Ganze ist batteriebetrieben, ja, hier mit Doppel-A-Batterien, also mit den großen von den kleinen. Da haben wir auch gleich noch einen Sparpark für Sie. Aber man ist total ungebunden, dort, wo Sie es für richtig halten. Da sehen wir Hygieneartikel im Bad oder in der Gästetoilette. Mhm. Ja, und berührungslos. Ich meine, ich möchte auch nicht gern in Toiletten irgendwas anfassen. Ja? Mhm. Aber nochmal, das ist gar nicht so schlimm, weil mehr Keime als auf Toiletten sitzen sind. Mittlerweile, das haben wir vorhin in der Statistik gesehen, auf Mülleimern beziehungsweise Mülleimerdeckel. Und jetzt kommen wir noch zu was viel, noch zu was ganz, ganz Wichtigem. Ich mache ihn noch mal manuell auf. Und dann sehen wir, und dazu halte ich ihn einfach mal ein bisschen schräg. Wir sehen diesen Deckel, der jetzt aber praktisch leicht überlappt. Sie sehen hier diese Kante und darauf geht er zu. Und das heißt, der ist jetzt im Prinzip hermetisch abgeriegelt. Ja. Das heißt, die Gerüche, die bleiben ebenfalls drin. Also hier kein Schlupfloch, wo Gerüche entweichen können. Und das ist natürlich noch ein positiver Nebeneffekt. Und ganz positiv zu erwähnen ist natürlich die Optik. Das ist ein Mülleimer, den muss man nicht verstecken, den darf man präsentieren. Und die Technik ist einfach begeisternd, ohne meinen Mülleimer zu berühren. Mhm. Das könnte man übrigens auch mit dem Knie oder mit dem Fuß machen. Wenn du mit dem Körperteil vor die Sensorik kommst, öffnet sich der Mülleimer. Und dann kann man den Müll entsorgen, ohne eben
eben den Mülleimer berühren zu müssen. Ja, und Sie sehen, der ist so verspiegelt. Brauchen Sie sich aber keine Sorgen zu machen, weil Sie fassen ihn ja nicht an. Da sind keine Fingerabdrücke drauf, weil Sie ihn nie anfassen. Sie haben jetzt nicht mehr den Mülleimer unter der Spüle, der da offen ist. Und jedes Mal, wenn Sie die Tür unter der Spüle aufmachen, fallen Sie gleich um, weil der Geruch so streng ist, dass Sie es eben hermetisch abgeriegelt und den kann man in die Küche stellen. Den kann man ins Badezimmer stellen. Ist ein echtes Schmuckstück. Und wie gesagt, ich finde das toll, dass der eben so aussehen kann, weil man ihn nicht anfassen muss. Und hermetisch abgeriegelt. Fantastischer Abfalleimer. Gegen Geruchbelästigung, das will man noch sagen. Ja. Übrigens der Inneneimer nochmal erwähnt. Also innen ist ein Kunststoffeimer. Wenn es dann ans Leeren geht, nimmt man den einfach in einem raus und geht dann zur großen Mülltonne und entsorgt eben den Müll aus dem Haushalt heraus. Das ist unser Abfalleimer mit Handbewegungssensor mit 9 Liter Inhalt. Das ist eine ganze Menge. Mit der Bestellnummer NC 2744569 zum TV-Sonderpreis. Wir haben die im Januar, Februar sowas vorgestellt. Der war auch sofort ausverkauft. Jetzt ist er lieferbar. Die Bestellnummer, sage ich Ihnen nochmal, ist die NC 2744569 für den 9 Liter Eimer bewegungsfrei. Es kommt kein Dreck drauf. Du sagtest, der ist batteriebetrieben. Ja, 4 Doppel-A-Batterien kommen hier rein und bei regelmäßiger, ungefähr 20-facher Nutzung pro Tag würde die Batterien immer noch ein halbes Jahr reichen. Also ich sage jetzt mal, ich gehe nicht 20 Mal am Tag zu meinem Mülleimer. Bei mir halten sie ein Jahr und das ist auch sowas, was ich bei Ihnen zu Hause annehmen werde. Bestellen Sie es einfach dazu. Batterien kann man sowieso immer brauchen. Das ist ein Riesendeal hier für unser 20-Pack-Batterientyp Doppel-A mit der Bestellnummer PX1569569. Passt natürlich zu diesem tollen Abfalleimer. Am besten clever zusammen bestellen. Der Abfalleimer ist einfach eine Revolution, weil er so schön ist und so hygienisch und immer schön bleibt, weil man ihn nicht anfassen muss. Jetzt haben wir einen größeren noch. Ja, und da sind wir jetzt schon im Bereich des gelben Sackes, den der hoffentlich in allen Haushalten natürlich Einzug gehalten hat. Ist natürlich nur ein Vorschlag von mir. Dieser Mülleimer ist natürlich auch für Großfamilien, für den Restmüll oder eben auch für den Papiermüll. Aber auch hier sehen Sie das, man muss nichts berühren. Berührungslose Technik. Hier oben läuft übrigens noch ein Countdown, der dann immer anzeigt, wann der wieder zugeht. 5 Sekunden im Normalfall, es sei denn, Sie öffnen auch diesen manuell. Der hat jetzt ein Volumen von 68 Litern. Das ist also ungefähr so die Größe, dass ein gelber Sack ganz bequem reinpasst. Ja. Und jetzt wissen wir das alle, gelbe Säcke, die stehen irgendwo und man hätte sie am liebsten nicht mehr im Blick, weil viele von Ihnen haben vielleicht auch solche Plastikständer zu Hause. Ja, und oben wird der gelbe Sack eingehängt und das sieht auch nie gut aus und es muffelt auch jedes Mal, wenn man die Klappe aufmacht. Auch hier wieder, nicht nur berührungslos, sondern unglaublich schön. Aluminiumkorpus, oben haben wir noch dieses Edelstahldesign, ist aber alles volles Aluminium und innen kommt jetzt eben Ihr Müll rein. Und gerade wenn Sie mal mit vollen Händen irgendwo hingehen, kein Problem, es reicht ja der Handrücken. Sie sehen das, was Christian macht, manuell oder so eben automatisch. Und wenn ich jetzt die Hände voll habe und von vorne komme, dann ist es ganz egal, weil ich muss ihn ja nicht berühren. Sie sehen, das ist problemlos möglich. Jetzt kann ich meinen Müll entsorgen. Und ob das Ihr Papiermülleimer, Ihr Restemülleimer oder für den gelben Sack, das wäre jetzt meine Empfehlung, wird, ist eigentlich egal. Aber alles sieht besser aus als diese Plastikständer und ist mit Sicherheit auch hygienischer. Denn auch hier erinnere ich noch mal an diese Statistik, die wir vorhin gesehen haben, mit der Keimschleuder pro 10 Quadratzentimeter, wie viele Keime da vorhanden sind. Mülleimer an Platz Nummer 3. Und das ist auch etwas hier kabellos betrieben, batteriebetrieben. Sie können ihn hinstellen, wo immer Sie es für nötig halten. Und diesen Mülleimer, das garantiere ich Ihnen auch, den verstecken Sie nicht. Ganz im Gegenteil, wenn Besuch kommt, sagen Sie, guck mal meinen neuen Mülleimer, das ist Hightech pur, der sieht toll aus. Und jetzt überlegen Sie mal, ob Sie irgendwann mal in Ihrem Leben irgendjemand gesagt haben, schau mal meinen Mülleimer, der sieht toll aus. Das halte ich für ausgeschlossen. Bei diesem Gerät ist es aber mit Sicherheit so, weil schauen Sie sich das an, es ist Technik, die begeistert, sehr hygienisch, dementsprechend auch zeitgerecht und er sieht einfach toll aus. Ein voller Aluminiumkorpus hier, wir hören das auch, das ist kein Kunststoff, Aluminium, oben nochmal aufgefrischt in diese Edelstahloptik und eben dieses wirklich tolle mit diesem
Sensor, den wir hier haben. Übrigens können Sie das natürlich auch wieder manuell machen. Damit überbrücken Sie das. Also wenn Sie jetzt mehr Sachen reinzumachen haben, dann geht er nicht mehr zu. Dann bleibt er offen. Dann einmal wieder manuell schließen, wann immer Sie es für richtig halten. Und sofort ist dieser Sensor wieder in Betrieb. Und auch hier, Moment, ich muss ihn noch mal kurz offen halten. Sehen Sie diesen Rand? Ich glaube, da sieht man es deutlich. Das lappt über, ich schätze mal, 3-4 Millimeter und zwar ringsherum. Das heißt, wenn der Deckel jetzt zu ist, bleiben auch die Gerüche. Und das ist nochmal ein positiver Nebeneffekt im Eimer und eben nicht in der Wohnung. Das ist im Sommer noch wichtiger als im Winter. Aber gerade, ich bleibe jetzt mal wirklich beim Beispiel, weil das die Größe ist, beim gelben Sack. Wissen Sie, die Verpackungen muffeln halt mal irgendwann. Ja. Und hier wird das eben auch vermieden, dass die Wohnung riecht. Es sieht gut aus. Wo haben Sie Ihren gelben Sack drin? Ist das so ein Plastikständer mit diesem Klappdeckel, 4 Röhren auf der Seite, wo man auch nie weiß, Mensch, wie kriege ich jetzt den gelben Sack wieder unbeschädigt da raus? Hier sind diese Probleme von gestern. Und ich muss es nochmal sagen, er sieht fantastisch aus. Nee, sogar von vorne bis hinten, guck mal, wenn man den aufmacht, sieht man hier eben, dass das auch von innen verspiegelt ist. Ja. Der ist also von vorne bis hinten komplett durchdesignt und macht, wie du sagtest, was ich auch toll finde, es macht Spaß, da Müll reinzutun. Das heißt, für Kinder wird der Müll nicht einfach auf dem Tisch liegen gelassen, sondern, ach, lass mich das wegtun, weil das so toll ist, wenn der Deckel automatisch aufgeht, ist ein Riesenspaß. Und das Schöne ist, der sieht so toll aus und der wird auch so toll aussehen in Zukunft, weil sie eben nicht in Berührung kommen. Ja. Weder der Müll, noch sie, noch die Hände von den Kindern oder Ähnliches, weil man einfach nur, und es macht auch richtig Spaß, hier am Sensor vorbeifährt und Sesam, öffne dich wie von magischer Hand. Betrieben übrigens mit Doppel-A-Batterien, 4 Stück, auch hier bei unglaublich häufiger, also 20-facher Anwendung, ungefähr die Laufzeit ein halbes Jahr. Aber da werden wir Ihnen auch gleich nochmal diese D-Batterien, die hier passend sind, im Sparpark anbieten. Das ist unser Abfalleimer mit Handbewegungssensor mit 68 Liter Inhalt. NX97535569 ist die Bestellnummer hierfür. NX97535569, auch lieferbar. Das heißt, in wenigen Tagen kann der bei Ihnen sein. Rufen Sie an 0800 51 51 dreimal die 4 für unsere kostenfreie Telefon-Hotline zum Bestellen. Auch hierfür haben wir wieder Batterien für Sie. Diesmal haben wir einen Viererpack in Typ D. Das sind die etwas größeren. Und auch diese Batterien halten, wie du sagtest, ein halbes Jahr bei 20-facher Benutzung am Tag. PX1601 für dieses Pack zum TV-Sonderpreis von 6,64 Euro. Batterien kann man immer brauchen. Das sind die richtigen für unseren 68-Liter Abfalleimer. PX1601569. Und jetzt haben wir eine Revolution für Sie. Auch der ist ganz neu dieses Jahr zu uns gekommen. Das ist ein ganzes Mülltrennsystem. Ja, und wir sind froh, er ist endlich wieder lieferbar, dass wir jetzt sagen können, bestellen und es kommt sofort. Mülltrennsystem, aber mit neuester Technik. Schauen wir uns die Optik an. Hier auch wieder Edelstahl. Das Ganze übrigens Spezialbeschichtung, sodass nicht mal Fingerabdrücke sichtbar sind. Also wesentlich weniger als bei anderen. Und jetzt sind wir deutschen Mülltrenn-Weltmeister. Das sieht man in anderen Ländern überhaupt nicht. Da kommt immer noch, wie bei uns vor 20 Jahren, alles in einen Müll. Hier können wir das ganz einfach machen. Oben zum Beispiel den Nassmüll hinein. Und jetzt drücke ich einmal, wieder, Sie haben gesehen, berührungslos, aber ich bleibe mal offen. Ich drücke auf Open, jetzt bleibt die Klappe offen. Jetzt haben wir hier eine große Kammer, aber nebendran noch eine kleine. Und die ist nochmal separat mit Deckel. Ich kann die auch entnehmen. Das hier ist meine Empfehlung, Biomüll. Biomüll ist etwas ganz Tolles, dass das getrennt wird, aber Biomüll stinkt. Ja, da kann man mir erzählen, was man will. Er stinkt immer. Und wenn man nicht aufpasst mit dem Biomüll, hat man auch so kleine Krabbeltierchen mit drin oder kleine Maden. Ganz unangenehm. Hier haben wir den Deckel noch separat. Und das ist ein kleiner 7 Liter Raumumfang oder Volumen. Das ist klasse. Zweite für normalen Müll, aber jetzt gehen wir weiter, weil wir trennen ja mehrere Mülleimer oder mehrere Müllsorten. Und jetzt schauen wir unten. Jetzt haben wir hier ganz einfach in einem kleinen Schubfach 2 weitere herkömmliche Mülleimer mit jeweils 12 Litern Fassungsvermögen. Das könnte jetzt Papiermüll sein oder Ähnlichen. Das können Sie machen, wie Sie wollen. Und wenn es eben geleert werden soll, nehmen Sie die Mülleimer, gehen zum großen Mülleimer, entsorgen es und dann werden die hier wieder reingestellt. Ja, und klappen
zu Affe tot. Und jetzt alle vier Sorten, die man Normalfall zu Hause hat, die wir ja und Sie hoffentlich auch gewissenvoll trennen, hat man in einem Mülleimer. Und wenn ich mich mal in manchen Haushalten umschaue, da stehen halt wirklich vier Mülleimer verteilt über die ganze Wohnung. Da ist der gelbe Sack, da ist Papiermüll, vielleicht noch Glasmüll und dann der Restmüll und noch Biomüll. Da. Und dann sieht es so aus, und das sind jetzt nur drei Stück, die wir sehen, oder ich sehe jetzt nur drei, ja. Und das ist einfach von vorgestern. Das hier ist moderne Mülltrennung, die auch unglaublich gut aussieht, ist wieder stilvoll. Ich stelle mir das gerade vor, du hast so eine hochmoderne Küche und vielleicht haben sie so eine supermodern und dann stehen solche Plastikkübel nebendran, das ist doch ein Stilbruch. Das hier passt in eine rustikale Küche genauso wie eben in eine hochmoderne und dann eben wieder mit dieser berührungslosen Technik. Sie sehen hier, ich gehe einfach vorbei, habe wieder 5 Sekunden Zeit, wenn ich im Normalfall meinen Müll hier hinein zu tun, dann geht die Klappe zu. Wenn ich es länger haben will, drücke ich einfach einmal aufs Knöpfchen, dann bleibt er so lange zu, wie ich will. Und gleichzeitig habe ich unten die weiteren beiden Mülleimer, die Sie auch belegen können. Wie gesagt, wie Sie die belegen, das bleibt Ihnen überlassen. Ja, also oben Biomüll ist, glaube ich, klar, aber was haben Sie? Mehr Restmüll, mehr Papier, mehr Glas, dementsprechend teilen Sie es auf. Aber es ist ein Hingucker und passt mit Sicherheit auch in Ihre Küche. Wir haben es vor 3 Monaten ungefähr, haben wir es vorgestellt, da war es sofort ausverkauft. Jetzt ist dieses perfekte, für mich perfekte Mülltrennsystem wieder lieferbar. Und stellen Sie sich mal vor, gucken Sie sich noch mal Ihren Mülleimer an oder Ihre Mülleimer. Wir müssen hier ja in der Mehrzahl sprechen, weil wir trennen ja alle. Wir haben mehrere dieser Mülleimer und jetzt haben Sie nur noch einen und der sieht auch noch so verdammt gut aus. Ja. Trennen Sie, wie Sie wollen. Wir haben riesengroße Behältnisse, kleine Behältnisse für Biomüll, vielleicht Batterien, was immer Sie entsorgen müssen, ist das Behältnis hier alles mit drin. 4 Behälter, deswegen ist es ein Mülltrennsystem. Die meisten haben ja dann auch, weil der gelbe Sack so hässlich ist, haben den vielleicht im Keller oder in der Garage. Hier können Sie jetzt alles zusammen in einem Behälter haben, an einem Ort, spart Ihnen auch Wege und das Ganze in so schick, wieder mit diesem ausgesprochen keimfreien, bewegungslosen, also nur an Bewegungssensor getasteten Deckel. Ich finde das klasse und dass wir eben auch eine Lösung haben für alle 4 Müllorten oder wie viel Sie haben. Wissen Sie wahrscheinlich am besten, was Sie jetzt wie viel brauchen, aber das ist die ideale Lösung dafür. Ja, und wenn wir jetzt uns die Optik nochmal anschauen, wenn wir es zu haben, das sieht aus wie ein hochwertiger Kühlschrank. Ja? Also hier mit dieser Edelstahlfront und nochmal, das ist also nicht Kunststoff, was irgendwie so ein bisschen aufgepeppt ist. Das ist Edelstahl. Hier komplett der Korpus. Ja? Und hier auch wieder sehr hygienisch, weil Sie Ihren Mülleimer hier oben, wo Nassmüll und Biomüll reinkommt, nicht berühren müssen, sondern ein leichter Hauch. Man möge den Mülleimer öffnen. So Sie können Sie das machen. Ja? Und dann funktioniert das. Und ich finde, es ist das perfekte Mülltrennsystem. Ja, das Sesam öffnen, das ist ja fast märchenhaft. Und das ist ein märchenhaftes Design-Mülltrennsystem. Anders kann man es nicht nennen. Alles passt rein und es ist alles mit Bewegungssensor. Sie brauchen nichts anzufassen. Unser Design-Mülltrennsystem mit 4 Behältern für 161,49 Euro kommt natürlich versandkostenfrei zu Ihnen. Und das ist der TV-Sonderpreis. Jetzt für die nächsten 2 Stunden mit der Bestellnummer NX41 83569. 72 Liter Inhalt, NX41 83569, für unser Design-Müll-Trennsystem. Ich finde das toll, dass wir eine Lösung haben, die wirklich sämtlichen Müll in einer schönen Box zusammenfasst. Und auch hier sind wir kabellos unterwegs mit Batterien, 6 Doppel-A-Batterien, also die großen von den kleinen brauchen wir. Und jetzt haben wir zum Schluss nochmal das 20er-Sparpack, das einfach mitbestellen. Ja, am besten gleich dazu bestellen, unser Batterietyp Doppel-A, 20 Stück mit der Bestellnummer PX1569569 passt ideal zu unserem Design-Mülltrennsystem. Aber wie du gesagt hast, Batterien kann man immer brauchen. Und das ist jetzt ein spezieller Preis für einen 20er-Pack. Überlegen Sie mal, 20 für 6,64 Euro. Das sind super alkaline Batterien. Das heißt, die halten auch lange für unser Design-Mülltrennsystem PX1569569. Hier sehen wir es nochmal zusammen, die beiden Bestellnummern mit unserem
Design-Mülltrennsystem. Dass man mal Design-Mülltrennsystem sagt, also ein Design-Abfalleimer sagt, Design-Mülleimer ist der Hammer. Und da haben wir Ihnen jetzt eben diese dreimal vorgestellt. Ich finde die alle drei super schick. Vielleicht den hier für den Schreibtisch oder fürs Badezimmer. Hygienisch, hermetisch abgeriegelt. Der ist ein bisschen größer, vielleicht für die Küche oder gleich für den gelben Sack. Und unser Highlight, das Design-Mülltrennsystem. Macht Müll schöner bei Ihnen zu Hause. Und das ist etwas, was ich nicht sagen konnte vorher. Jetzt kann ich's. Viel Spaß damit.